Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es um krasse Formen von Korruption und Machtmissbrauch in der Politik. Nicht darum, dass irgendwer mal irgendwas bürokratisch nicht korrekt abgerechnet hat und damit irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Euro gespart hat, sondern es geht teilweise um Selbstbereicherung im Millionenbereich. Bevor ich für dieses Video recherchiert hatte, war mir schon irgendwie bewusst, dass da nicht alles optimal läuft. Aber ohne Witz, wie viel es da gibt, auf welchem shady Level sich das teilweise abspielt und wie easy Korruption in unserer Politik ist, hat mich hart schockiert. Wir werden in diesem Video zuerst darüber reden, welche Möglichkeiten ich als Politiker für Korruption hätte. Danach sprechen wir darüber, welche Parteien sich für oder gegen Transparenz einsetzen, und am Ende geht es noch um die größten Finanzskandale ever. Buckle up! Es wird crazy! Auch in diesem Video geht es wieder grundsätzlich um alle Bundestagsparteien. Aber wenn fast alle krassen Fälle bei einer Partei vorkommen, dann muss man für eine neutrale Betrachtung natürlich auch fast nur über diese Partei reden. Alles andere wäre einfach unjournalistisch, und natürlich sind wie immer die Quellen verlinkt. Los geht's. Bei Korruption geht es ja darum, dass ich als Politiker meine Macht ausnutze und du mir zum Beispiel was dafür gibst. Meine Macht dabei unbemerkt auszunutzen, ist nicht das Problem. Als Politiker habe ich tausend Möglichkeiten, in Gesprächen, Debatten, Abstimmungen, Gesetzen und so weiter Sachen positiv für dich zu beeinflussen. Und natürlich kann erstmal keiner nachweisen, aus welchen Gründen ich das gemacht habe. Der aktuelle CDU-Innenminister gibt sogar zu, dass er Gesetze absichtlich kompliziert und intransparent macht. Man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Vertrauenswürdige Aussage, aber okay. Stellen wir uns vor, ich wäre korrupter Politiker. Dann könnte ich mich relativ easy für deine Interessen einsetzen, ohne dass mir das jetzt jemand unbedingt nachweisen kann. Aber ich will ja auch was davon haben. Und da wird's tricky, weil wenn du mir dann einfach einen Haufen Kohle überweist und ich dann so einfach alles absaugen, oh geil, oh Geld, ja, dann fällt das ja schon irgendwie auf. Gibt es denn für korrupte Politiker überhaupt Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Ja, es gibt einige. Und in den nächsten Parts schauen wir uns verschiedene Möglichkeiten an, samt passenden Korruptionsaffären, die leider wirklich so passiert sind. Meine Favorite-Möglichkeiten, also wo ich der Meinung bin, dass es am sichersten ist, kommen am Ende, starten wir aber mit der simpelsten Form. Also die simpelste Form von Korruption ist, wenn ich meine politische Macht nutze, um einem Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen und das Unternehmen mich dann dafür bezahlt. Allein in diesem Jahr gab es eine ganze Reihe von CDU-Politikern, die genau diesen Vorwurf bekommen. Ihr habt vielleicht schon mal von diesen Maskendeals gehört. Ermittlungen wegen Bestechlichkeit, hohe Provisionen beim Geschäft mit der Pandemie. In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken muss sich die Union mit Vergangenheit beschäftigen, mit üppigen Vermittlungsprovisionen. Fahnder auf dem Flur der CSU-Fraktion auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft. Alle wollten offenbar mitverdienen beim Maskengeschäft. Die Korruptionsskandale ziehen immer weitere Kreise. Guys, alleine das sind zu viele Skandale, als dass ich sie hier alle erklären kann, und bei allen geht es um CDU-Politiker und sau viel Geld. Aber nur um ein Beispiel zu erklären. Der Staat musste in der Corona-Pandemie ja viele Masken kaufen. Von unseren Steuergeldern natürlich. Stellen wir uns mal vor, du wärst ein Unternehmen, das Masken herstellt. Dann könntest du ja einfach ein ganz normales Angebot machen. Aber das machen andere ja auch, und dann würde das beste Angebot ja ausgewählt werden. Wenn du aber vielleicht gar nicht das beste Angebot hast, dann könntest du mir, korrupten Politiker, ja vielleicht einfach Geld geben, damit ich dir trotzdem den Auftrag klar mache. Aber warte. Das wird doch keiner machen, oder? Doch, eine Gruppe um CDU-Politiker haben scheinbar genau das gemacht. Also laut Recherchen haben diese CDU-Politiker dafür gesorgt, dass 60 Millionen Euro Steuergelder für den Kauf von Masken an ein Unternehmen gehen. Im Gegenzug für diesen Deal haben sie als Provision Beträge in Millionenhöhe bekommen. Also offenbar hat dieses Unternehmen durch den Deal so viele Millionen Euro unserer Steuergelder als Gewinn gemacht, dass sie dieser CDU-Gruppe über 11 Millionen Euro geben wollten. Gegen diese CDU-Politiker wird halt jetzt ermittelt. Aber es ist nicht mal klar, ob man die drankriegen kann, weil das dazugehörige Gesetz vom Bundestag so schwach beschlossen wurde, dass sie sich laut Juristen extrem dumm angestellt haben müssten, um überhaupt bestraft zu werden. Trotzdem hätten sie das natürlich besser machen können, weil es total die leichten Wege gibt, wie man sich intransparent und anonym bezahlen lassen kann. Dazu aber später mehr. Jetzt geht es erstmal um eine andere Möglichkeit, Korruption durchzuführen. Partei
Parteispenden sind nicht per se was Schlechtes. Wenn Privatpersonen mal 100 oder 1000 Euro spenden, dann ist das ja total cool, weil damit kann man ja auch die lokale Lieblingspartei supporten. Sind ja vielleicht viele fleißige Leute da und warum nicht unterstützen? Aber wenn jetzt große, mächtige Unternehmen riesige Summen zahlen, dann hat das direkt einen weirden Beigeschmack. Machen die das aus Nettigkeit? Haben die einfach Bock drauf gehabt? Oder erhoffen die sich vielleicht eine Gegenleistung? Und come on, natürlich liegt das nicht fern, dass Politiker davon mindestens unterbewusst irgendwie beeinflusst werden. In manchen Fällen ist das aber auch eher offensichtlich. Zum Beispiel dieser Dude hier. Das ist so ein Rich Kid. Also, obviously ist er jetzt alt, aber der ist halt schon reich auf die Welt gekommen, weil Papa halt reich war. Der Papi war übrigens cool mit Hitler und hat damals Banken bekommen, die seine Nazi-Friends den Juden weggenommen haben. Also, sympathisches Erbe. Naja, er hier hat jedenfalls eine Menge Hotels. Und dann hat er mal der FDP so eine gute Million und der CDU auch nochmal so 800.000 Euro gespendet. Und diese beiden Parteien hatten danach irgendwie voll Bock, Steuern für Hotels zu senken. Und haben das auch so circa ein Jahr nach den Spenden dann gemeinsam verabschiedet. So mussten auch seine Hotels danach weniger als die Hälfte dieser Steuer bezahlen. Aber ey, natürlich beeinflussen Parteispenden Politiker nicht. Niemals. An so shady Spendenaffären gibt es übrigens wieder so viele, dass ich die hier nicht alle aufzählen kann. Neben der CDU und FDP gab es auch mehrere große Fälle bei der SPD und bei der AfD. Aber vor allem ist halt die CDU dafür bekannt. Der größte Fall von solcher Spendenkorruption war sogar mal ein dauerhaftes System von illegalen Parteispenden bei der CDU. Da gab es verdeckte Konten, Geldwäsche und riesige Summen wurden in so Bargeldkoffern auf Parkplätzen an CDU-Leute übergeben. Kein Scheiß, das ist passiert. Full on Breaking Bad Shit bei denen. Say my name. CDU. Also, Spenden sind definitiv eine Möglichkeit für Korruption. Und solange man jetzt nicht eine große Spende auf einen Haufen macht, sondern das schön über Jahre verteilt, ist es auch viel schwieriger nachzuweisen, ob davon jetzt irgendwelche Entscheidungen beeinflusst wurden. Aber eine Sache stört dann doch, weil bei so einer großen Spende muss man halt öffentlich sagen, wer da gespendet hat. Aber auch da gibt es super Tricks, wie man das wieder umgehen kann. Bisher muss erst ab 10.000 Euro öffentlich gemacht werden, wer das Geld gespendet hat. Das heißt, wenn ich jetzt super dreist wäre, dann könnte ich einfach sagen, ey, spende du mir nicht einen großen Haufen, sondern ihr mehreren Leute spendet mir einfach 9.999 Euro, weil dann habe ich immer noch einen großen Haufen Geld bekommen. Aber ist ja alles 1 Euro unter dieser Grenze und ich muss nicht offenlegen. Okay, das wäre jetzt schon super dreist. Wird ja keiner machen. Oder? Ja, Leel, doch. Begrüßen Sie mit mir Jens Spahn, unser CDU-Gesundheitsminister. Der hatte ein Spendendinner mit einem Dutzend reicher Unternehmer und die wurden laut Medienberichten sogar dazu aufgefordert, genau 9.999 Euro zu spenden. Obviously, damit Jens deren Identitäten verheimlichen kann. Das haben die Unternehmer dann auch gemacht und da kam richtig viel Cash an die CDU. Und der Jens, der verschweigt bis heute seinen Wählerinnen und Wählern, wer diese Geldgeber überhaupt waren. Jens hat diese Masche übrigens nicht mal erfunden. Bei einer ziemlich großen Spendenaffäre eines SPD-Politikers kam dieser Move zum Beispiel auch vor. Und es gibt sogar noch andere Tricks, wie man als Partei super easy verheimlichen kann, welche Unternehmen einem riesige Summen gegeben haben. Fakt ist, wenn ich korrupter Politiker wäre, hätte ich durch Spenden ziemlich gute Möglichkeiten dazu. Ich kann sehr große Zahlungen für mich oder meine Partei bekommen und mit ein paar einfachen Tricks kann ich sogar easy dafür sorgen, dass die Bevölkerung nie rausfindet, wer uns da bezahlt hat. Im nächsten Part geht es um eine weitere Korruptionsmöglichkeit, nämlich, dass du einfach als Politiker Unternehmen pusht, in denen du selbst mit drin hängst. Das hier ist Philipp Amthor, auch CDU. Und der hat mal von einem Unternehmen richtig viel dafür bekommen, dass er seine politische Macht für die genutzt hat. Also er hat unter anderem einen seitenlangen Brief an den CDU-Wirtschaftsminister geschrieben und da hat er gesagt, ey, Bro, hier ist so ein Unternehmen, das heißt Augustus Intelligence und das wäre doch ein spannendes und politisch vielversprechendes Investitionsvorhaben. Philipp hat ihn darauf hingewiesen, dass der Strompreis für Augustus Intelligence hier in Deutschland leider ein bisschen zu hoch ist. Aber abgesehen von einer Strompreisgestaltung wäre es ja vielleicht grundsätzlich mal gut, wenn sich der Wirtschaftsminister mit diesem Unternehmen trifft. Leute! What the fuck? Aber es wird noch krasser. Nachdem Philipp seine politische Macht für dieses Unternehmen genutzt hat, kam es natürlich zu so einem Treffen zwischen dem Wirtschaftsminister und Augustus Intelligence. Und Amthor wurde dafür laut Medienberichten in internen Chats bei Augustus gefeiert. Geiler Typ und man müsse sich bei ihm bedanken, haben sie gesagt. Und bedankt wurde sich dann offenbar. Philipp hat kurze Zeit später einen Direktorenposten in diesem Unternehmen bekommen und Aktienoptionen im Wert von bis zu $250.000.
als die ganze Sache dann aufgeflogen ist, meinte Philipp so, was? Ich bin doch nicht käuflich. Da lehne ich immer dankend ab und ich will das nicht und das ist nicht so gut und ich bin nicht so einer. Nee, natürlich nicht. Und für die CDU scheint es kein Problem zu sein. So richtige Konsequenzen gab es nicht und die haben den jetzt auch als Spitzenkandidat aufgestellt. Und ein stellvertretender CDU-Vorsitzender meinte sogar, er ist eben noch jung. Da trifft man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen. What the fuck? Er ist ein erwachsener Mann, der seit über 10 Jahren politisch aktiv ist. Es geht hier nicht um irgendeinen kleinen Ausrutscher, sondern um eine ganze Reihe von aktiven Handlungen, von Gesprächen, Teilnahme an Treffen, dem Verfassen von seitenlangen Schriftstücken, dem Annehmen von riesigen Gegenwerten und all das hat sich über viele Monate hingezogen. Also natürlich hat er noch nicht so viel Erfahrung und lernt dazu. Bezüglich Korruption halt. Beim nächsten Mal wird der solche Absprachen halt nicht mehr per Brief machen, sondern mündlich oder per SMS. Weil dann hätte man ihm viel schwerer nachweisen können, wie er sich für dieses Unternehmen eingesetzt hat. Vor allem duckt er sich bei diesem Thema einfach kategorisch weg. In einem CDU-Livestream für junge Leute meinte er mal: Mache ich keinen Bogen drum, gehört auch dazu, finde ich, in der Politik, dass man Fehler eingesteht, daraus Konsequenzen zieht und daraus lernt. Und deswegen gilt für alle Streams, auch für diesen, wir machen auch im unangenehme Themen, kein Bogen. Und wir lesen auch das, was ihr im Chat schreibt. Ja, und die jungen Leute haben dann vor allem dazu viele kritische Fragen gestellt. Allein 585 Mal kamen in diesem Livestream Fragen zu Augustus Intelligence. Ist er darauf eingegangen? Überraschung. Natürlich nicht. Mache ich keinen Bogen drum. Bro, wenn du dieses Thema schon intransparent ignorieren möchtest, dann laber doch wenigstens nicht so ein "Ich mache keinen Bogen um unangenehme Fragen" Bullshit. Im nächsten Part fasse ich nochmal zusammen, wie man Korruption richtig macht. Also welche easy Wege man nutzen kann, um kaum oder keine nachweisbaren Spuren zu hinterlassen. Wäre ich ein korrupter Politiker, dann würde ich verschiedene Möglichkeiten nutzen, damit nicht nachweisbar ist, dass ich meine politische Macht missbraucht habe. Hier einmal ein paar Tipps, wie das richtig gelingt. Grundsätzlich bietet es sich total an, als Politiker selbst in Unternehmen drin zu hängen, die man dann pushen kann. Stellt euch mal vor, ich hätte ein Landwirtschaftsunternehmen und wäre Politiker. Aber nicht irgendein Politiker, sondern ich wäre genau dafür da, Gesetze für die Landwirtschaft zu machen. Dann könnte ich das nicht nur so lenken, dass es eben gut für mich ist, sondern habe auch Vorteile, weil ich zum Beispiel weiß, welche Gesetzesentwürfe bevorstehen. Das wäre auf jeden Fall eine Art von Korruption, die ich wählen würde, weil ich kann ja nichts dazu, dass ich davon profitiere. Das war jetzt übrigens nicht nur so ein random Beispiel, weil ratet mal, wie viel von den Landwirtschaftsabgeordneten selbst oder familiär ein Landwirtschaftsunternehmen am Laufen haben. Jeweils diese Anteile hier. Fällt euch wieder was auf? Ich weiß nicht. Es ist grundsätzlich cool, wenn Politiker sich mit den Sachen auskennen, die sie entscheiden. Aber wenn in einer Partei die meisten Leute, die solche Entscheidungen treffen, auch selbst davon profitieren können, dann ist das maybe nicht so ausgewogen. Und die Politiker, die in solchen Unternehmen drin hängen, könnten sogar noch jeweils mehr sein. Denn es gibt einen weiteren Vorteil bei der Korruption mit Unternehmensbeteiligung. Bisher müssen Politiker nicht offenlegen, in welchen Unternehmen sie drin hängen, solange das nur 25% Anteil sind. Jetzt wurde es zwar deutlich runtergesetzt, aber grundsätzlich gilt immer noch, je nach Anteil muss ein Politiker nicht offenlegen, in welchem Unternehmen er drin hängt. Also, das Ganze bietet erstmal gute Möglichkeiten, aber ist natürlich eher so ein dauerhaftes Ding. Wäre natürlich mega, wenn ich jetzt auch für direkte Leistungen noch direkt bezahlt werden könnte. Und auch dafür gibt es easy Tricks. Eine Möglichkeit, wenn du ein Unternehmen bist und ich ein korrupter Politiker, wäre, dass du mir nicht einfach eine große Zahlung überweist, sondern mich einfach dauerhaft anstellst für, weiß ich nicht, Aufsichtsrat oder so. Solche Anstellungen bei Unternehmen gibt es in der Politik recht oft. Allein im letzten Video hatten wir gesehen, wie viele Politiker auf der Payroll von nur einem Kohlekonzern stehen und dabei teilweise über 100.000 pro Jahr bekommen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, denn ich könnte dein Unternehmen jetzt einfach über meine Beratungsfirma beraten. Also ich könnte dir einen politischen Gefallen tun und du gibst mir nicht direkt Geld, sondern überweist das einfach an eine Beratungsfirma. Damit kann man nämlich riesige Summen irgendwie rechtfertigen. Es ist total flexibel und das Geilste ist, ich muss nicht mal offenlegen, wer da bezahlt hat, wegen Verschwiegenheitspflicht. Bei manchen Beratungsarten ist diese Verschwiegenheitspflicht schon gesetzlich gegeben, aber ich kann mich ansonsten auch einfach immer vertraglich dazu verpflichten. Und dann müsste ich, selbst nach den neuesten Gesetzen, nur sagen, welche Branche meine Kunden wären. Und selbst das nur in manchen Fällen. Ja, aber Rezo, das ist doch nur eine theoretische Möglichkeit, als ob dies Beraten jetzt so flächendeckend in der Politik gemacht wird. Naja, halt
Schon. Innerhalb von 3 Jahren haben Bundestagsabgeordnete mehr als 11 Millionen Euro nebenher bekommen, bei denen sie nicht sagen, wer denen das gegeben hat. Weil ist ja Beratung und so. Teilweise bekommen einzelne Bundestagsabgeordnete mehrere hunderttausend Euro von einzelnen anonymen Mandanten. Geringverdiener. Ja klar, weil die Bundestagsabgeordneten einfach so gut beraten. Versteht sich. Also, das Beratergeschäft im Bundestag boomt total. Und von wem die Politiker da Geld bekommen, ist halt meistens intransparent. Ja, okay, Rezo ist schon sehr auffällig, aber ich bin mir sicher, dass die Politiker ihr Amt und die Beratung immer klar trennen. Naja, es ist nachgewiesen, dass Politiker diese Tätigkeiten teilweise mischen. So wurden für Beratungsfirmen und das politische Amt teilweise die gleiche Telefonnummer genutzt, teilweise sogar das gleiche Büro samt Mitarbeiterin, die wir Steuerzahler bezahlen. Und der CDU-Gesundheitsminister hing in einer Agentur drin, die, and I shit you not, öffentlich mit folgendem Satz geworben hat. Ganz gleich, ob es um eine Anhörung, ein Hintergrundgespräch oder um eine Plenardebatte geht, wir sind für Sie dabei. Also, es ist nicht nur naheliegend, dass Abgeordnete diese Tätigkeiten nicht klar trennen, sondern teilweise auch faktisch nachgewiesen. So, wir haben bisher in diesem Video gesehen, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten für Korruption gibt. Also, falls jemand ein korrupter Politiker wäre, dann wäre es im aktuellen System wirklich nicht schwer, seine politische Macht zu nutzen, um sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen. Und vor allem gilt, hätten die Politiker, bei denen es jetzt diese riesigen Skandale gab, einfach diese Tipps befolgt, dann würden wir vielleicht von deren Deals bis heute nichts wissen. Eine wirklich clean, ausgeführte Korruption fliegt wahrscheinlich nie auf. Und ganz nebenbei, zu sagen, es existieren keine weiteren Korruptionsfälle, außer die, die bisher aufgeflogen sind, ist exakt so dumm, wie zu sagen, es gibt keine anderen Drogendealer, außer die, die gekriegt wurden. Natürlich ist die Dunkelziffer immer höher und jeder, der was anderes behauptet, macht sich einfach lächerlich. Aber wieso gibt es denn all diese guten Möglichkeiten für Korruption? PolitikerInnen dürfen ja sehr relevante Infos über Spenden, Auftraggeber, Unternehmensbeteiligung etc. einfach komplett verheimlichen. Wer das so beibehalten möchte und welche Parteien das ändern wollen, sehen wir uns jetzt im nächsten Part an. Wie immer ein Shoutout an Lisa, mit der ich zusammen diese Videos mache, und an Jakob, der den Schnitt macht. Aber insbesondere bei diesem Video hier gilt, ohne die Recherchen und Aufdeckungen von vielen JournalistInnen würden wir das meiste in diesem Video gar nicht wissen. Deshalb Shoutout an diese ganzen MVPs, die wirklich eine Menge aufgedeckt haben. Teilweise ist das einfach insane krass, was die leisten, und die meisten davon finanzieren sich zu großen Teilen über Abos oder Spenden. Also, wisst ihr Bescheid? Und dass die meisten Fälle von Machtmissbrauch nicht von einer staatlichen Kontrollinstanz, sondern von JournalistInnen entdeckt, öffentlich gemacht und aufgearbeitet werden, zeigt ein immenses Versagen dieser staatlichen Kontrollinstanzen. Weil why the fuck fällt das nicht häufiger auch ohne die Presse auf? Können die das nicht? Oder wollen die das vielleicht gar nicht? Es gibt für den Bundestag schon lange Transparenzregeln und die sollen jetzt sogar noch ausgebaut werden. Aber der Umfang dieser Regeln ist gar nicht das Problem, sondern die fehlende Kontrolle. Denn ob diese Regeln im Bundestag eingehalten werden, wird praktisch kontrolliert von einem Dude im Bundestag. Ja, Leel, ratet mal, wie oft es beim Verstoß dieser Regeln schon Sanktionen gab. Ein fucking Mal. Es gibt sogar einen Fall, in dem ein Bundestagsabgeordneter, ja auch wieder CDU, über 9 Jahre lang jedes einzelne Jahr diese Transparenzregeln gebrochen hat. Und die Kontrollinstanz im Bundestag wusste auch davon. Gab es irgendeine Strafe? Nein. Ja, wow. Der Typ meinte sogar selber, dass es über viele Jahre keinen gejuckt hätte, dass er diese Regeln bricht. Also, das primäre Problem scheint hier nicht die Regeln selbst zu sein, sondern dass die einen Politiker, die die anderen Politiker kontrollieren sollen, einfach auf deren Verstöße komplett scheißen und diese sogar aktiv der Bevölkerung gegenüber verheimlichen wollen. Das System ist da also absolut broken. Und solange keine Regierung an die Macht kommt, die eine unabhängige Kontrollinstanz einführt, wird dieses Problem auch bestehen bleiben. Ich meine, stellt euch mal Folgendes vor. Manche InfluencerInnen kennzeichnen ja ihre Werbung nicht auf Instagram und so. Und jetzt stellt euch mal vor, nicht mehr eine Behörde kontrolliert das, sondern Simon Desue soll ab jetzt kontrollieren, ob jeder seine Werbung richtig gekennzeichnet hat. Wäre das eine gute Idee? Nein! Obviously nicht. Wieso läuft das dann bei den mächtigsten Politikern in diesem Land so? Und das ist nicht mal das einzige Problem. Jetzt geht es kurz um Lobbyismus.
Politik wird ja von verschiedenen Seiten beeinflusst. Und in einer Demokratie ist das auch gut so und Sinn der Sache. Direkte Streitgespräche, politische Meinungsbeiträge in Zeitungen oder Social Media, Demonstrationen, Petitionen etc. können das Denken und Verhalten von PolitikerInnen beeinflussen. All das sind Teile des öffentlichen Diskurses, also sozusagen Beeinflussungsversuche, bei denen völlig transparent ist, wer will hier eigentlich was von wem. Und das ist gut, dass das so transparent ist. Es gibt aber noch eine andere Form der politischen Beeinflussung, nämlich direkte Treffen und Kontakte mit PolitikerInnen. Große Unternehmen geben Dutzende Millionen Euro jedes Jahr für sowas aus. Also, die bezahlen zum Beispiel professionelle Beeinflusser dafür, möglichst enge Kontakte in die Politik zu haben, sich mit denen da zu treffen und Entscheidungen mitzulenken. Das muss auch per se nichts Schlimmes sein, aber es ist definitiv eine viel mächtigere Form der Beeinflussung. Deshalb ist es obviously demokratisch notwendig, dass diese drei Sachen auch dabei transparent sind. Das ist aber leider nicht der Fall. Hunderte Lobbyismusleute dürfen im Deutschen Bundestag ungehindert ein- und ausgehen und Unternehmen schreiben sogar teilweise deutsche Gesetzestexte direkt mit. Kein Scheiß, die schreiben für Politiker die Gesetze teilweise vor. Das ist nachgewiesen. Und CDU und SPD haben jetzt nach diesen vielen Skandalen der letzten Jahre doch plötzlich gesagt, ey, da ändern wir was. Ja cool, das heißt, ab jetzt weiß die Bevölkerung, wer was mit wem bespricht? Nee, aber ihr wisst jetzt, wer. Was? Wir wissen jetzt zum Beispiel, hier existiert ein Lobbyist und der wird zum Beispiel von Volkswagen bezahlt. Das war's. Nicht mit welchen Politikern der sich trifft oder worum es bei diesen Treffen geht oder welche Gesetzestexte er mitschreibt. Basically nur, dass der existiert. Spürt ihr diese Transparenz? Also, selbst wenn die CDU und SPD nach 8 Jahren, in denen sie keinen Fortschritt bei Lobby geschafft haben, dann doch mal irgendwann auf Forderungen eingehen, kommt sowas dabei raus. Aber welche Parteien wollen eigentlich mehr als das? In diesem Part vergleichen wir jetzt die Parteien so ein bisschen miteinander. Unabhängig von den aktuellen Regeln gibt es ein freiwilliges Transparenzversprechen. Da können sich Bundestagskandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, selbst verpflichten, dass sie zum Beispiel ihre Lobbykontakte oder Einnahmen öffentlich machen. Also, aus den Parteien machen das so viele Kandidaten. Für die FDP, AfD und CDU muss man noch ein bisschen rauscrollen. Da sind sie. Also muss man, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Bei einer aktuellen Umfrage wurden Bundestagsabgeordnete gefragt, ob die derzeitigen Regeln für Spenden ausreichen. Die einzigen Parteien, bei denen kein einziger Abgeordneter sagte, dass die aktuellen Regeln ausreichen, sind die Grünen und die Linke. In manchen anderen Parteien haben viele Abgeordnete darauf nicht mal eine Antwort gegeben. So viel Prozent der Befragten hatten jeweils geantwortet, dass man die derzeitigen Spendenregeln verändern müsste. Diese Aufteilung zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man sich die bisherigen Pläne der Parteien anschaut. Ich habe euch hier mal verschiedene Zusammenfassungen und Vergleiche von Wahlprogrammen und Abstimmverhalten der jeweiligen Parteien verlinkt. Ich fasse das hier jetzt nochmal zusammen, aber checkt es gerne selbst im verlinkten Material aus. Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Lobbymissbrauch und Korruption wollen die Grünen und die Linke am meisten machen. Die SPD ist so lala, weil die haben zwar weniger konkrete Forderungen als die beiden, wollen aber mehr als CDU und FDP, aber haben diese Themen jetzt in 8 Jahren Regierung nicht wirklich gepusht und teilweise Änderungen, die sie angeblich wollen, nicht mal als Vorschlag eingereicht. Also, ihr versteht, so teils, teils. Bei der AfD ist es völlig durcheinander und inkonsistent, wie sie sich zu diesem Thema verhalten. Sie sind zum Beispiel angeblich für weniger staatliche Parteigelder, haben aber ihre eigenen staatlichen Parteigelder künstlich hochgepusht. Sie wollen angeblich mehr Transparenz, hatten aber die intransparenteste Wahlkampffinanzierung ever, die auch illegal war. Also die sind wie immer nur unangenehme Lappen. Und die FDP und CDU haben mit Abstand am wenigsten Bock auf Regulierung und Transparenz bei diesem Thema. Die CDU hat da einen anderen Ansatz. Nach einem großen Skandal hat die CDU mal gesagt, ey, wir brauchen jetzt nicht wirklich mehr Transparenz, aber wir machen jetzt einen Ethikkodex. Da steht drin, dass man nicht korrupt sein soll und daran halten wir uns jetzt. What the fuck, Digga? Dafür solltet ihr keinen Kodex brauchen. Und was? Danach gab es weitere Korruptionsfälle? Was? Dabei hattet ihr doch einen Kodex, Jungs. CDU-Politiker brechen ihre Versprechen an die Bevölkerung? So kenne ich die gar nicht. Ah doch, genau, ja doch, so kennen wir die halt. Die CDU hat sogar gesagt, wir brauchen nicht Transparenz, sondern wir haben jetzt ein Compliance-Gremium, das auf sowas achtet. Dieses Gremium haben die 2013 gegründet, wegen auch wieder einer großen Korruptionsaffäre. Und wisst ihr, wie oft das Gremium getagt hat?
Nie. Dieses Jahr hat die CDU auch wieder wegen Korruptionsaffären gesagt, ey, wir machen jetzt eine Ehrenerklärung, dass wenigstens bezogen auf die Corona-Pandemie jetzt alles ans Licht gekommen ist und keiner sonst mehr korrupt ist. Und dieses Mal stimmt das auch. Ehrenwort. Ja, wenn ihr das sagt. Aber es ist nicht so, dass die CDU mit der SPD grundsätzlich gegen mehr Kontrollen ist. Die wollen Kontrollen, die feiern Kontrollen. Nur halt nicht für sich, sondern für wen anders. Okay, jetzt kommt ein ganz kleiner Exkurs, weil mir wichtig ist, an dieser Stelle ein krasses Ungleichgewicht klarzumachen. Die Regierung will zwar nicht mehr Kontrolle bei sich, aber eben bei uns. CDU und SPD sind die Parteien, die die Vorratsdatenspeicherung eingeführt haben, um alle Bürgerinnen und Bürger kategorisch zu überwachen. Obwohl es verfassungswidrig war und Studien gezeigt haben, dass es nicht mal etwas bringt. CDU und SPD haben auch erst kürzlich beschlossen, dass eine ganze Reihe von staatlichen Behörden abhören darf oder sich heimlich in Google, Instagram etc. einhacken darf. Und die haben entschieden, dass auf unseren Handys und Laptops dafür sogar Sicherheitslücken offen bleiben sollen, die dann natürlich auch jeder andere kriminelle Hacker nutzen kann. Ja, cool! Danke dir! Und vor allem die CDU will immer und immer und immer mehr Überwachung. Das ist natürlich grundsätzlich etwas Kritisches, weil so eine totale Kontrollmacht der Bevölkerung gegenüber natürlich auch missbraucht werden kann. Auch wenn die meisten Leute in diesen Behörden bestimmt ganz nice Menschen sind, kann man ja nicht naiv davon ausgehen, dass diese Macht niemals missbraucht wird. Auf den Einwand, dass diese riesige Kontrollmacht spätestens dann zum Problem wird, wenn sie zum Beispiel in die Hände der AfD fällt, sagt der CDU-Innenminister übrigens das. Dann habt ihr doch der AfD die Infrastruktur für die Überwachung ihrer Misslieben gegen Leute, und das müssen nicht nur die Verbrecher sein, sondern auch vielleicht Juden, Moslems, Flüchtlinge und so weiter gegeben. Aber da ist doch die beste Antwort, die AfD nicht zu wählen. Ja, wow, in den falschen Händen wäre das sicherlich schlimm, aber wir sind doch vertrauenswürdig. Nee, seid ihr nachweislich nicht. Hatten wir schon genug Beispiele allein in diesem Video. Und das gilt auch für diese Behörden. Denn nur zur Erinnerung, ein ehemaliger Chef einer solchen Behörde war CDU. Und ist das so ein vertrauenswürdiger Typ? Naja, der hängt mit rechtsextremen Gruppen ab, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden oder werden und wird von solchen Rechtsextremen als Teil ihres Teams abgefeiert. Der dreht auch ansonsten verschwörungstheoretisch komplett am Rad, teilt zum Beispiel Verschwörungsideologen, die davor warnen, dass die Juden das Böse gelernt hätten, und benutzt auch selber gerne mal antisemitische Codes. Der feiert auch das Lügenpresse-Narrativ total ab und war, wie gesagt, Chef einer solchen Behörde. Und by the way, hat die CDU den jetzt zur Bundestagswahl mit großer Mehrheit wieder aufgestellt. Um solche Leute geht es bei der Wahl. Herr Maaßen ist unbestreitbar Demokrat. Er ist nicht Antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen Texte. Was hat er Falsches gesagt? Also, das war jetzt der kleine Exkurs. CDU und SPD haben gemeinsam den Überwachungsapparat sehr stark ausgebaut. Viele staatliche Behörden, wo die wacksten Dullis drin sein könnten, können praktisch alles über uns sehen. Aber wir dürfen nicht mal wissen, mit welchen großen Unternehmen sich die mächtigsten Politiker in diesem Land treffen und was sie da besprechen? Ich möchte das an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Das ist kein leichtes Ungleichgewicht. Das ist ein von Grund auf kaputtes System, das natürlich ein Stück weit Vertrauen in unsere funktionierende Demokratie zerstört, und das leider absolut zu Recht. So, bevor wir jetzt gleich zum größten Finanzskandal ever kommen, möchte ich vorher noch über einen ganz besonderen Politiker sprechen. Manche sagen, es gäbe in der Politik gar keine Freunde. Gibt es überhaupt sowas wie Freundschaft unter Politikern? Nein. Gar nicht? Nein. Horst, wer hat dir wehgetan? Aber okay, irgendwie hat ja jeder Freunde oder Family. Und auch da gab es in der Vergangenheit schon Korruptionsaffären, wie zum Beispiel die Verwandtenaffäre. Da hatten super viele Abgeordnete Ärger bekommen, weil sie Familienmitglieder auf Staatskosten als MitarbeiterInnen beschäftigt hatten. Ich blende hier mal die Parteien der Abgeordneten ein, die darin involviert waren. Überraschung, ich weiß. Aber im letzten Jahr geht der krasseste Fall, Freunden oder Freundesfreunden einen Gefallen zu tun, egal jetzt ob gewollt oder nicht, eindeutig an Jens Spahn. Der CDU-Gesundheitsminister hat nämlich einen Anruf bekommen von Andrea.
Ich weiß nicht, wie Andrea aussieht. Ich wollte jetzt nicht zu tief diggen, weil ich respektiere ihre Privatsphäre. Deswegen das jetzt Andrea. Sie ist die Tochter von einem Dude, der mal sehr hoher CDU-Politiker war und deswegen krass connected. Andrea rief also Jens Spahn an und meinte, ey Jens, ihr müsst doch gerade so viele Masken kaufen. Ich kenne da ein Unternehmen, die sind cool, kauft doch von denen. Und Jens dann so, ja, klingt gut. Und dann wurde daraus ein Deal für so 700 Millionen Euro. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelte dann, weil die Masken offenbar überteuert waren. Also so überteuert, dass von diesen 700 Millionen Euro Steuergeldern bis zu 200 Millionen allein bei den reichen Unternehmern als Gewinn hängen geblieben ist. Und die Andrea, die ja Jens Spahn davon überzeugt hat, soll dafür so 30 bis 50 Millionen Euro bekommen. Really? Da gab's keinen besseren Deal als das. Stellt euch mal vor, ihr müsstet nie wieder arbeiten. Eure Kinder, eure Enkel auch nicht. Die dürften über Generationen im Luxus leben. Und zwar einfach nur, weil ihr durch Familie und Freunde die Nummer von einem der wichtigsten Politiker habt. Und nur deshalb zig Millionen Euro, die letztlich Steuergelder waren, zu euch schieben könnt. Der Jens Spahn, der hat grundsätzlich so ein paar Moves, von denen er, seine Freunde oder seine Partei total profitieren. Und die teilweise extrem shady sind, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle zu erklären. Denn im nächsten Part kommt der mit Abstand krasseste Krimi in diesem Video. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, war schon in so ein paar ziemlich ungeilen Sachen drin verwickelt. Zum Beispiel hat er mal in Hamburg eingeführt, dass die Polizei Menschen zwingen darf, Brechmittel zu nehmen, was halt total mit deinem Körper fickt und du halt kotzen musst. Davor sagte die Innenbehörde und ein Gericht, dass es unnötig zur Beweissicherung wäre, dass es gegen die Menschenwürde geht und medizinisch war völlig klar, dass man davon sterben kann. Auch die Hamburger Ärztekammer meinte, dass das aufgrund dieser Lebensgefahren natürlich nicht zu verantworten wäre. Olaf Scholz meinte aber, nee, das ist gesundheitlich unbedenklich, was natürlich die Unwahrheit war. Und naja, danach wurde einem Teenager in Hamburg gegen seinen Willen Brechmittel so reingepumpt, dass er daran gestorben ist. Seine letzten Worte waren, ich werde sterben. Und trotzdem fand Olaf Scholz diese Methode danach immer noch richtig, hat sie verteidigt und sogar grundsätzlich als alternativlos bezeichnet, was sie ja laut Innenbehörde und Gericht natürlich nicht war. Erst Jahre später wurde das beendet und auch nur, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Brechmittelzwang in Deutschland als menschenrechtswidrig verurteilt hat. Also, und das ist jetzt nur eine nüchterne Tatsache, Olaf Scholz hat mit nachweislichen Unwahrheiten eine menschenrechtswidrige Sache eingeführt, durch die ein Teenager getötet wurde. Ich werte das jetzt nicht, es sind nur Fakten. Okay, diese Geschichte war jetzt nur so am Rand, weil eigentlich hat das ja gar nichts mit Korruptionsaffären oder Machtmissbrauch zu tun. Aber was solche Themen angeht, ist Olaf Scholz halt auch nicht unauffällig. Und dazu erkläre ich jetzt kurz den größten Finanzskandal ever. Ihr habt vielleicht schon mal von Cum-Ex gehört. Klingt ein bisschen weird, aber ist grundsätzlich sehr fix zu erklären. Unternehmen haben vor Jahren entdeckt, dass man unser Steuersystem an einer Stelle abusen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie irgendein Bug in einem Game, der dafür sorgt, dass ihr mehr Geld im Inventar habt. Und das haben dann vor allem reiche Unternehmen über Jahre ausgenutzt, um mehr Geld zu bekommen. Einfach nur durch diesen Abuse. Aber anders als in einem Game spawnt das Geld ja nicht einfach nach, sondern es muss irgendwo herkommen. In dem Fall kam es vom Staat und damit von uns Steuerzahlern. Also, vor allem sehr reiche Unternehmen haben Deutschland durch einen Abuse im Steuersystem Geld gestohlen. Das wurde auch ganz klar als strafbar entschieden und come on, da brauchst du auch kein Gericht zu, um darauf zu kommen, dass das kriminell ist. Und um das Ausmaß einmal klar zu machen, hier geht es um insgesamt 30 Milliarden Euro, die uns deutschen Steuerzahlern weggenommen wurden. Nur um das kurz klar zu machen, das ist so wie wenn ich dir 1000 Euro gebe, jede Minute, 60.000 pro Stunde. Das mache ich den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn ich damit jetzt anfange und das ununterbrochen machen würde, dann hätte ich im Jahr 2078 immer noch ein paar hundert Millionen Euro übrig. Ist also ein Riesenthema. Aber eine Geschichte ist ganz besonders relevant, nämlich die von Olaf Scholz und der Warburg Bank. Diese Bank kommt aus Hamburg und es geht um einen Vorfall vor wenigen Jahren. Da war Olaf Scholz Bürgermeister von Hamburg. Jetzt ist er Kanzlerkandidat der SPD, damals Bürgermeister von Hamburg. Diese Bank hat jedenfalls auch das Steuersystem abused und damit viele, viele Millionen Euro gesneakt.
Und dann meinte das Finanzamt so, yo guys, ihr habt euch hier so 47 Millionen genommen, die gar nicht eure sind, könnt ihr uns das bitte mal zurückzahlen? Dazu gab es beim Finanzamt auch ein langes Gutachten, warum klar war, dass man sich das Geld zurückholen kann und muss. Und alle involvierten Betriebsprüfer meinten auch, yo, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das Geld muss zurückgezahlt werden. Danach treffen sich die Eigentümer dieser Bank mit Olaf Scholz. Bei dem Treffen ging es auch darum, dass die Bank meinte, boah, bitte, wir wollen das echt nicht zurückzahlen. Ist ja klar, wer will so viel Geld auch schon zurückzahlen? Was die genau bei diesem Treffen besprochen haben, weiß man natürlich nicht. Aber anderthalb Wochen später ruft Olaf Scholz laut Aufzeichnung die Bank an und sagt, yo, pass auf, schickt die gleichen Unterlagen, die ihr bereits an das Finanzamt geschickt habt, bitte nochmal an meinen Finanzsenator. Sagt ihm dazu nichts, macht es ohne weitere Bemerkungen. Der Banker macht das auch direkt. Die Unterlagen kommen beim Finanzsenator von Scholz an. Der schreibt eine Anmerkung drauf und schickt die Unterlagen samt seiner Anmerkung weiter an die Finanzbehörde. Zwei Tage später entscheidet die Finanzbehörde dann plötzlich, dass sie diese 47 Millionen doch nicht mehr zurückhaben wollen. Das Ganze ist natürlich extrem sus. Und danach gab es einen Untersuchungsausschuss und Befragungen. Und die haben das Ganze noch auffälliger gemacht. Ganz am Anfang wusste man nämlich noch von gar keinem Treffen zwischen Scholz und dem Banker. Dann wurde der Senat von Scholz gefragt, gab es da irgendwelche Treffen? Und der Senat hat gesagt, nein, gab es nicht. Dann kam raus, dass das die Unwahrheit war. Und es wurde ein Treffen aufgedeckt. Deshalb wurde Scholz vorgeladen. Und er dann so, ja, dieses Treffen gab es wohl. Bei zwei Befragungen wurde er dann gefragt, ob es weitere Treffen gab. Bei beiden Befragungen hat er keine weiteren Treffen genannt. Er hat nichts erzählt von weiteren Treffen. Dann kam raus, dass es neben diesem einen Treffen noch mindestens zwei weitere Treffen zwischen Scholz und dem Banker gab. Darum wurde Scholz wieder befragt, weil so, what the fuck, warum hast du uns das nicht erzählt? Und dann hat er basically gesagt, ja okay, diese Treffen gab's dann wohl auch, stehen auch so in meinem Kalender. Ich habe halt nur bisher konnte ich da nicht so richtig nachgucken und ich habe halt auch ein sehr schlechtes Gedächtnis. Und das mit dem schlechten Gedächtnis kam ziemlich oft. Allein im öffentlichen Teil des Untersuchungsausschusses habe er mehr als 20 Mal Erinnerungslücken behauptet und deswegen Fragen nicht beantwortet. Und sagen wir so, auch ansonsten spricht er nicht so gerne über das Thema. Warum haben Sie, habt Ihr Senat 2016 Cum-Ex-Profite? Naja, was soll man dazu noch sagen? Dein Schweigen deutlich als Antwort. Ja. Es gibt noch einen weiteren größten Finanzskandal. Der heißt Wirecard. Und das war ein Finanz- und Geldwäscheskandal. Im Wesentlichen sind dafür zwei Behörden verantwortlich, denen dieser Skandal hätte auffallen müssen. Beide Behörden haben derbe verkackt und riesige Fehler gemacht. Da sind sich auch eigentlich alle einig. Und wer hat die Verantwortung für diese beiden Behörden gehabt? Olaf Scholz. Als der Skandal rauskam, meinte Olaf Scholz, dass er maximale Transparenz will und nichts verbergen möchte. Auch da gab es einen Untersuchungsausschuss und auch da betonte er das nochmal. Aber naja, sein Ministerium verweigert bis heute, Dokumente zur Wirecard-Affäre zu veröffentlichen. Klar, maximale Transparenz. Nichts verbergen. Man kennt es. Imagine, wegen deinen Unwahrheiten ist ein Teenager getötet worden. Du bist in die beiden größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte tief drin verwickelt, sagst einfach, ich erinnere mich an nichts, willst möglichst keine Dokumente veröffentlichen und könntest wahrscheinlich Bundeskanzler werden. Naja, kommen wir zum Fazit. Okay, in den letzten beiden Videos und auch in diesem ging es ja jeweils um Fehlverhalten bei allen Parteien. Trotzdem kam auch wieder bei diesem Thema sehr viel die CDU vor. Und zwar nicht nur bei meinem Video hier, sondern grundsätzlich im Journalismus. Sucht mal bei Zeitungen nach Themen wie Lobbyismus und Korruption. Da kommt auch fast nur CDU. Das liegt nicht daran, dass Zeitungen oder ich lieber über die eine Partei sprechen wollen und runterspielen wollen, was die anderen machen. Sondern es liegt daran, dass die CDU auch in diesem Thema wieder mit Abstand am meisten Shit abzieht. Wenn die Realität sehr einseitig ist, dann wird auch eine neutrale journalistische Darstellung immer sehr einseitig aussehen. Ich habe sogar, um ganz sicher zu gehen, dass ich auch hier keine relevanten Infos weglasse, unabhängige Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch gefragt, ob es irgendeine Affäre von den Grünen oder Linken gibt, die hier in diesem Video fehlt. Also irgendeinen Fall, bei denen halt der ansatzweise auf dem Level von diesem Video hier mitspielt. Aber die konnten mir auch keinen nennen. Also ja, dieses Thema ist auch einfach wieder sehr CDU-lastig und wir haben nicht mal über alle krassen Fälle gesprochen. Allein
alleine eine relativ aktuelle Korruptionsaffäre, in der eine Diktatur und diese ganzen Abgeordneten hier verwickelt sind, ist, wie ihr seht, auch sehr CDU-lastig. Ich meine, allein im letzten Jahr waren mindestens diese ganzen Affären Thema, bei denen PolitikerInnen ihre Macht scheinbar für Unternehmen, Parteien oder eine Diktatur missbraucht haben. Come on, wenn du von der CDU-Maskenaffäre sprichst, musst du spezifizieren, welche von den mehreren du meinst. Und ich bin ganz ehrlich, was mich dabei abfuckt, ist nicht, dass irgendein Politiker sich mal ein paar tausend Euro eingecasht hat, sondern dass es ein strukturelles, tiefgreifendes Problem ist. Natürlich ist es fein, wenn Leute in der Politik einen Nebenjob haben. Aber wenn die von mächtigen Unternehmen für irgendwelche Jobs viel Geld bekommen und sich zufällig für deren Interessen einsetzen, dann klingt das nach einem Fehler im System. Wenn Politiker teilweise offen zugeben, dass ihr politisches Amt für sie der eigentliche Nebenjob ist, den man nebenbei macht, während man sich auf die lukrativen persönlichen Deals fokussiert, dann ist das ein dermaßen abgefucktes Weltbild, dass ich nicht mal weiß, was ich dazu sagen soll. Wenn es keine sichtbaren Folgen hat, dass politische Macht für das eigene finanzielle Interesse genutzt wird und stattdessen zur Korruption dann sowas gesagt wird. Ist er verurteilt? Wenn es legal ist, ist es auch legitim, oder? Dann klingt das bei allem Respekt nach einem ethischen Verständnis von irgendwelchen kriminellen Banden und nicht nach fucking Volksvertretern. Wenn Menschen unfassbaren Reichtum letztlich aus Steuergeldern bekommen, weil sie Kontakte zum Minister haben oder ihre gestohlenen Steuergelder durch Kontakte in die Politik offensichtlich doch nicht mehr zurückzahlen müssen, dann fühlt sich das nicht nach einer Leistungsgesellschaft an, sondern nach einem unfairen System, in dem die einen hart für Wohlstand arbeiten müssen und die anderen kennen halt ein paar Leute in der Politik. Wenn es mittlerweile um Millionenbeträge geht, die sich Politiker für solche Deals eincashen und Regeln ganz obviously aktiv umgangen werden, um die eigenen Geldgeber der Bevölkerung zu verheimlichen, dann zeigt das einfach, wie unantastbar sich die Politiker bei diesen ekelhaften Moves fühlen. Wenn angebliche Kontrollinstanzen nachweislich im großen Stil auf Regelverstöße scheißen, dann ist das broken und kann nur durch eine neue, unabhängige Kontrolle gefixt werden. Wenn reiche Unternehmen literally im Geheimen Politiker beeinflussen, nachweislich direkt an Gesetzestexten mitschreiben und sich unsere Regierung aktiv dagegen wehrt, dass wir rausfinden, wer da mitschreibt oder welche Treffen es gibt, dann klingt das nicht wirklich nach einer Demokratie, in der das Interesse von jeder Person gleich viel wiegt. Auch wenn viele, viele Leute in der Politik bestimmt nicht so sind, sind das trotzdem keine Einzelfälle. All das sind keine Ausrutscher. Dieser Teil in unserem politischen System ist broken. Und das auch nicht erst seit einem Jahr. Ey, und das Problem daran ist doch nicht nur, dass so ein System PolitikerInnen von ihren eigentlichen Aufgaben ablenkt und massiv viel Steuergelder verschwendet, sondern dass dadurch politische Entscheidungen nicht grundsätzlich im Sinne der Bevölkerung getroffen werden. Und das merkt auch die Bevölkerung. Nachvollziehbar. Nur, wenn eine neue Regierung dieses Thema von Grund auf neu angeht, kann es gelöst werden. Es ist zwar ziemlich klar, dass keine Koalition jetzt den krassen Wandel nach sich ziehen wird, aber es kann trotzdem gute Fortschritte geben. Deshalb geht wählen. Verschwendet eure Stimme nicht. Geht alle wählen. Wer nicht wählen geht, kann auch nicht erwarten, dass sich was ändert. Und ich bin mir bei wenigen Sachen mittlerweile so sicher, wie damit, dass wir dringend, wirklich sehr dringend Veränderung brauchen. Das war der letzte Part dieser Videoreihe. Peace. Ich bin raus.